Hallo liebe Blumenfans, vor uns steht ein unglaubliches Wochenende mit so schönen Traumhochzeiten im Taunus und ich muss euch unbedingt teilhaben lassen an diesen vielen Vorbereitungen und Arbeiten und deswegen habe ich heute mal ein Video gemacht über Traumhochzeiten im Taunus. Hallo ihr Lieben, wir haben diese Woche unglaublich viele Hochzeiten und manchmal sieht das ja so aus, als ob das so, als ob wir nur die Sachen so leicht bekommen würden und wir bereiten uns jetzt wirklich seit eigentlich 2 Wochen lang bereiten wir uns vor auf Hochzeiten, jagen nach Materialien, es ist die Jagd nach blauen Hortensien, es ist unglaublich schwierig. Hier stehen die schon, werden bestens gewässert, damit wir blaue Hortensien bekommen. Da machen wir eine ganz tolle Deko in blau-pink. Und versuchen einfach händeringend, selbst wenn die auch ins Grünliche gehen, einfach ganz viele Hortensien zu ergattern und ich bin weiter noch am Jagen. Dann werden wir auch für eine Autodeko, ja, das ist jetzt hier ein 5 mm Aludraht, den werden wir mit Schleierkraut, werden wir das Ganze wickeln. Da fehlt jetzt natürlich noch vom A, hier sieht man, da fehlt vom A der Querbalken, so. Und es gibt dann ein Ja mit Schleierkraut gewickelt fürs Auto. Die fertige Version, die wird noch kommen, aber wir denken natürlich erstmal viel, wie viel, was brauchen wir, wie viel Schleierkraut, ja, und dann wird das alles gewickelt und es ist unheimlich viel Vorbereitung, es werden Kerzen reserviert, wir bereiten Gläser vor, wir brauchen natürlich auch ganz viel Grünmaterial, weil wir haben diese Woche eine ganz irre Deko im Freien vor und da zeige ich euch auch mal die Vorbereitung dazu. Vorbereitung Teil 2. Hier haben wir wunderschöne Efeu-Ranken, ganz feste und ein riesen Bündel. Das gibt dann, das ist auf einer Burg im Taunus, das gibt dann von der Trauszene ganz tolle mit Blüten bestückte Ranken an den Trautisch. Aber damit das auch reicht, habe ich dann wirklich so ein Bündel geholt und war auch ganz froh, dass die im Großmarkt so tolle Ranken haben. Und des Weiteren brauchen wir natürlich für viele, viele Tischgestecke. Das sind jetzt also echt hier die Vorräte und die Kammern. Brauchen wir ganz viel Weinlaub, um die Basis von den Tischgestecken ja, abzudecken. Es muss also schönes, festes, dunkelgrünes Weinlaub sein. Dass das ganz toll hier dieser Rand und dass die Blüten dann da drüber gehen. Also wir haben eimerweise Efeu-Weinlaub, wir haben Kirschlorbeer. Und draußen im Hof, da gibt es dann auch nochmal jetzt die Vorbereitung, weil wir für den Trautisch und also es ist hier überall in allen Ecken. So, also nicht nur drin ist viel, unheimlich viel Grün. Hier gibt es auch ganz viel Kirschlorbeer, eimerweise. Kirschlorbeer hält ja wunderschön und ist auch ein ganz festes, tolles Material. Im Keller selber geht es weiter mit unheimlich viel Efeu. Und wir haben auch noch, hier haben wir jetzt auch was Interessantes gemacht. Wir haben also extra Eimer genommen, haben diese mit Beton ausgegossen und haben einen Holzstamm reinbetoniert. Und Spinnweben gibt es auch schon, das geht also ganz schnell, haben wir es gestern gemacht. Und damit wir nicht so viel abdecken müssen, haben wir diese Basis grün gemacht, ja? damit man nicht so dieses helle Holz, dass es so durchspitzelt. Und das sind jetzt also so schwere Eimer mit dem Beton. Die werden vom Wind nicht so schnell umgestoßen. Aber so eine Basis brauchen wir einfach, um draußen eine tolle, für eine Trauszene was zu machen, dass das vom Wind nicht gleich umgeworfen wird. Und weiter geht es eigentlich auch mit ganz viel Vorrat, weil das müssen wir ja schön ausgrünen. Ja, das Foto zeige ich euch noch nicht, weil das gibt es tatsächlich in der Endversion. So, Moment. Und damit es ganz toll so vintage-mäßig ausgegrünt werden kann und auch nicht so schnell eintrocknet, haben wir Ilex. Das ist jetzt ein Ilex ohne stachelige Blätter, den wir hier haben. Also auch ein riesen Büschel Ilex geschnitten. Warum das in der Optik so sein muss, das kommt alles noch. Und hier ist ganz toller alter Buchs. Den kriege ich gar nicht auf einmal so hoch. Ja. So ein Buchs, der so richtig um die Ecke geht, genau sowas brauchen wir, weil wild soll es sein, ja, richtig unordentlich wild, vintage-mäßig, mega.
Ja, und damit er da jetzt, damit er genug da ist, haben wir uns also schon schön bewaffnet. Es ist jetzt ein Riesenberg. Aber Vorbereitung zeige ich euch jetzt jeden Tag Schritt für Schritt. Und es gibt jetzt echt ein tolles Video. Hochzeiten bei Flowerstyle ist nämlich nur eine, nicht nur eine, es sind ganz viele. So, hier kommt der nächste Teil zur Vorbereitung unserer Hochzeiten. Ich habe ja schon gezeigt, dass wir hier ganz tolles Grün im Hof haben. Ja. Und wir haben hier extra diese mit Beton vollgegossenen Eimer. Und wir machen eine wunderschöne Trautischdeko, die dann so total im Vintage-Stil ist. Und damit es so richtig schön urig wird, sind wir im Moment dabei, diese Eimer ja, auszugrünen, alles zu drahten. Es wird hier Steckmasse fixiert. Und da kommen dann die Blumen rein. Fortsetzung folgt. Es ist irgendwie auch echt viel Arbeit, weil eine Stunde später gibt es natürlich schon viele Strunke Grünmüll und man sieht ja mal, wie groß und wie lang die sind. Aber während der eine noch etwas nackig dasteht, ist der andere schon, kommt der andere schon echt super zur Geltung. Es wird. Ihr Lieben, es ist wieder ein Vorbereitungstag vorbei und man sieht es zwar gar nicht so, aber der Laden, und ich drehe jetzt dann gleich mal die Kamera um, der Laden ist voll mit Dingen, die vorbereitet werden. Und ich mache mal eine kleine Führung mit euch und zeige euch mal, was wir da so alles jetzt heute schon haben. Ja, viele denken ja, dass man für die Hochzeiten noch morgens Dinge macht. Das geht überhaupt nicht. Also es dauert noch 2 Tage. Und hier haben wir zum Beispiel schon die Gefäße ausgegrünt mit dieser kleinen schönen Nigella. Das ist eine ganz tolle Frucht. Haben wir die auch ausgekleidet. Hier sind Gläschen, die haben wir mit der Steckmasse verkleidet. Dann sind hier noch die Kisten. Morgen früh kommt Lieferung von unserem Blumenlieferanten. Die Gladiolen, die müssen aufgehen. Das dauert natürlich auch ein bisschen, weil ich kann mit denen ja nichts anfangen, wenn die so ganz knospig sind, sondern ich brauche einfach schöne Blüten. Hier unten und nicht nur eine Vase, hier dahinter ist die zweite Vase. Und hier unten verbergen sich, wenn man sich einfach mal bückt, das sind, die ist die Basis, die Steckbasis für ganz viele Tischgestecke. Das gibt längliche Tischgestecke. Und hier ist dann auch noch für die Stehtischgestecke die Basis. Das sind so schöne weiße Gläschen, die wir ausgesteckt haben. Moment. Und hier haben wir noch vorbereitet, das ist Weinlaub. Und da sind die Kerzen schon reserviert, weil die Kerzen werden nämlich aufs Weinlaub gestellt. Und dann gehen wir nochmal in Separé, weil mein Laden ist zwar klein, aber da ist richtig, richtig viel drin. Hier ist ein schöner Strauß für morgen bestellt. Herbstlich leuchtend mit Sonnenblumenfrüchten. Das sind Rosen, die wir auch für Blütenblätter brauchen, die aufgehen sollen. Ja, brauchen wir in Weiß und in Pink. Und hier machen wir ein rundes Sushi. Das wird gesteckt. Da ist die Basis eingepackt. Und da brauchen wir so kleine pinkfarbene Blütchen. Die werden für so Haarkämmchen gebraucht. Hier haben wir ein Muster für eine Kerzengruppe reserviert. Da gibt es also viele Kerzengruppen. Blaue Hortensien, die haben wir gebunkert. Die verkaufen wir nicht. Da gebe ich keine einzige davon her. Dann gibt es noch eine Taufe. Die ist in Rot-Grün. Da gibt es auch Vasen dazu. Und das sind jetzt so Kränzchen für die Tische. Und hier drunter sind noch die Vasen. Die müssen wir erst füllen. Die habe ich jetzt noch nicht rausgeholt. Ja, hier, dann haben wir noch einige Blumen reserviert. Hier haben wir natürlich jetzt auch in Weiß diese schönen Glockenblumen, die so schön spielerisch auch noch für eine Taufe. Und hier haben wir noch in Weiß und Pink auch sehr schöne Blumen. Und auch hier haben wir jetzt die Basis für Tischgestecke vorbereitet. Das sind also 2 Kisten, ja, wo die ganze Basis drin ist. Da nutzen wir diese Obst- und Gemüsekisten sehr gern. Ja, und also man sieht, Es ist nicht nur die Blume und es ist auch nicht nur die Schnittblumen, die wir jetzt im Laden haben. Es ist jetzt alles ein bisschen freigeräumt. Das Klimagerät läuft hier links und es hat hier jetzt dann über Nacht 16 Grad, damit die Blumen richtig schön frisch bleiben. Sondern es ist auch sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit. Und morgen geht es weiter. Da zeige ich euch mehr davon, Schritt für Schritt. Thank you.
jetzt langsam ernst. Wir sind hier in einer 5-Sterne-Location im Taunus und unsere tollen Vorbereitungen, die wir im Hof schon gefilmt haben, die setzen wir jetzt so wie Puzzleteilchen zusammen. Wir haben unsere schön vorbereiteten Arrangements, diese schweren Eimer, die mit Beton vollgegossen sind. Das haben wir jetzt alles hier schon fixiert. Wir haben hier wunderbar mit Grün ausgesteckt, mit Buchs, mit Ilex. Und das ist so richtig Vintage-mäßig alles und mit Olive. Und das wird jetzt von uns blumig ausdekoriert. Und mit diesem tollen Blick hier werden wir dann diese wunderschöne Trauszene, man sieht also jetzt hier, wie groß das ist, wenn man mich mal dahinter sieht, werden wir hier diese wunderschöne Trauszene blumig dekorieren. Sorry, ich habe so viel gearbeitet, ich muss mich schon konzentrieren. Und da haben wir auch zwei Stück davon, links und rechts vom Trautisch. Und hier ist der schöne Trautisch, da wird dann nachher geheiratet. Fortsetzung folgt. So, also es ist jetzt mindestens eine Stunde später. Es sind jetzt unglaublich viele Blumen hier gesteckt. Und wir haben so viele Blumen, dass wir jedes Mal eigentlich auch ein bisschen die Steckmasse suchen müssen. Ja, weil hier ist natürlich jetzt richtig viel drin. Und ja, man sieht schon, das ist eigentlich das Problem dann, wenn man so viel Blüte hat, dass man die auch gut unterbringen muss. Aber wir schaffen das. Und wir haben jetzt also ganz viel Schleierkraut. Wir haben ganz tolle Gladiolen. Die Gladiolen, die haben wir entspitzt. Ja, das ist also dann, man bricht sozusagen die Spitze raus. So. Und dass man dann mehr Blüte hat. Und ja, und dann haben wir jetzt hier diese traumhafte Deko. Haben auch geguckt, dass es schön wild ist. Es soll unegal sein. Ja, das Grün soll richtig lebendig rausgucken. Und das machen wir jetzt auch von zwei Seiten. Und es gibt auf jeden Fall natürlich noch Fotos davon, weil das müssen wir dringend festhalten. Auch so eine Deko haben wir nicht jeden Tag. Und ja, dann gibt es noch das Foto. Aber auch das ist nicht unsere einzige Hochzeit, sondern es gibt noch zwei weitere. Und zu diesen anderen Hochzeiten, da zeige ich euch natürlich auch noch Updates. Aber ich muss mich jetzt noch ein bisschen vergnügen. Also ich habe hier noch Material, das da rein will. Und damit kämpfe ich jetzt noch ein bisschen weiter. Aber wow, dieses Größenverhältnis ist schon cool. Während draußen noch fleißig gesteckt wird an unseren großen Trautischdekos, sind wir drin dabei, die Tische zu bestücken. Die Tische stehen noch nicht so, wie sie nachher stehen. Es gibt noch einen anderen Raum. Und hier haben wir Kerzengruppen. Wir haben Vasen mit Blüten gefüllt. Meistens eine Blütensorte. Hier diese wunderschönen Deko-Chrysanthemen mit Eukalyptus und auch die Kerzen mit Eukalyptus umrandet. Jeder Tisch anders, ganz lässig verspielt. Und am Kamin auch die Blumendeko passend zu diesen wunderschönen hohen Räumen mit Stuck. Also, während wir heute kommen für die Hochzeit von gestern, die ganzen Gläser abholen müssen, haben wir für die nächste Hochzeit hier einen schönen Brautstrauß in Weiß. Eine Kugel war gewünscht, das Band ist schön gewickelt und mit einer Perle abgesteckt. Und damit dieser Strauß gut hingestellt werden kann, ohne dass die Blüten drücken, machen wir mal eine Brautstraußbox. Und da wird der gleich an die Rezeption geliefert. Sieht eigentlich auch sehr schön so aus.
Des Weiteren haben wir die ganzen Tischgestecke. Die Hochzeit ist ganz in weiß. Stehtischgestecke. Und damit alles bestens funktioniert, ohne Namen zu zeigen, wird immer schön organisiert, wo was hin muss, damit ihr der Service Bescheid weiß. Also die nächste Hochzeit ist schon im Anmarsch und es ist nicht die einzige. Ja, das ist jetzt alles in weiß und ich zeige euch auch noch mal so ein schönes Stehtischgesteck. Die sind hier vorne drin. So ein kleines. So, Moment. Hier komme ich. Das ist jetzt ein Stehtischgesteck im weißen kleinen Gläschen, schön gestaffelt mit Glockenblume. Das sind Eustoma, also auch Lysianthus, dieses Wuschigras. Und dann gibt es noch Kerzen auf den Tischen und die sind jeweils auf Weinlauben. Die sind links und rechts von den Gestecken. Ja, also wir haben ein bisschen zu tun, weil von gestern müssen wir jetzt 63 Gläser von den Tischen erstmal zurückholen. Und unsere große Basis für diese Deko draußen, wir ziehen jetzt die Handschuhe an. Die sind jetzt alle schon bereit und los geht's. Jetzt haben endlich alle ihre Hochzeitsdeko bekommen und alle sind glücklich und das Wetter hat gehalten und wir haben die ganze Dekoration jetzt zurückgeholt von gestern, haben die Gläser, das waren ja allein 63 Gläser, haben die alle gespült und mein Auto ist jetzt endlich in der Garage und es ist leer geräumt, es ist so viel abzubauen, es ist so viel Grün zu trennen und es ist so viel Nacharbeit, das sieht man eigentlich immer gar nicht an den Hochzeiten. Man sieht die Vorbereitung, man sieht den Einkauf, die Dekoration und wir sind dann so unglaublich lange unterwegs, bis wir das alles haben, bis dann alles in der Reihe ist und wieder im Laden einsortiert und selbst die Steckmasse muss entsorgt werden und es ist echt der Wahnsinn. Und also der Nahkampf hat sich dann gelegt im Laden und es hat alles super geklappt und auch die Trauszenen im Freien, wo ich ja auch die Fotos nochmal reingemacht habe. Es ist alles gut und alle Bräute sind glücklich und wir sind auch total glücklich. Und ich muss sagen, ich habe jetzt echt schon ein bisschen eine Matschbirne, ja, weil ich einfach fertig bin. Und es wird jetzt Zeit, dass Wochenende ist. Ja. Ich bin jetzt auch erst gegen 17, 18 Uhr heimgekommen, bis dann alles bestückt ist. Und ich hatte so viel helfende Hände. Es ist Wahnsinn. Also, aber ich musste euch das mal zeigen, Hochzeiten bei Flowerstyle. Also es ist toll, es ist eine wahnsinnige Party, die wir eigentlich auch mitfeiern als Blumenparty. Und ich musste das einfach ins Video bringen, ja. Es ist, weil es ist gigantisch, es macht total Spaß, es ist ein irrer Aufwand, aber es ist wunderschön. Und ich freue mich immer, wenn Brautpaare kommen. Und ich sage denen dann auch immer, machen Sie es doch bitte öffentlich und schreiben Sie doch bitte eine Bewertung auf Google, weil das hilft uns so weiter. Und für die Leute, die suchen und die Blumenläden suchen, es ist ganz toll, wenn die uns dann was Schönes schreiben. Und das ist ein ganz toller Lohn, das Dankeschön, die tollen Worte. Ja, ich freue mich, dass ich euch mal mitgenommen habe auf diese Hochzeitsreise. Und das nächste Mal gibt es wieder ein Video mit Sachen, mit Ideen, was man so machen kann. Aber dieses Mal war es mal doch ein bisschen anderes und das musste ich so aus dem Alltag kann ich jetzt nicht sagen. Das war kein Alltag, das war Ausnahmezustand. Aber da wollte ich euch einfach mitgenommen haben. So, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und schicke euch ganz liebe Grüße. Ich sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.